Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Genug Koordination, dass ich Ihnen... Hey, ganz ruhig, ich nehm's zurück. Sie haben echt Schwein. Vergessen Sie unseren Deal und kaufen Sie einen Lottoschein. Die Embryos. Schon gut, nur die Ruhe. Sie haben sie verloren? Muss rausgefallen sein. Ja, oh nein, das glaube ich jetzt ja nicht. Aber wenn die Sprühdose jetzt nicht bekommen, und wir sehen ja anscheinend in der neuen Staffel von Jurassic World Neue Abenteuer, wie jemand diese Sprühdose aufhebt, dann könnte man das, wenn man wollte, doch irgendwie in den Kanon einpflegen. Nee, auch nicht, weil das macht dann wieder keinen Sinn mit dem Besucherzentrum. Na gut. Die Viecher müssen mich echt nicht noch besser sehen. Was? Weil der T-Rex hat sie ja gegessen. Weil ein Raptor ist ja in der Kühlbox eingesperrt und dann dürften es nur noch... Ja gut, du weißt aber halt nicht, wie viele Raptoren da jetzt wirklich waren. Ich meine, im Buch gibt es sogar eine Liste drin. Da ist genau beschrieben, wie viele Spezies oder wie viele Arten es von einer Spezies gegeben hat. Oder so. Und auf jeden Fall können es ja wesentlich mehr Raptoren gewesen sein. Das nenne ich ein gutes Verschwörung. Nee, können es nicht. Hat Muldoon nicht sogar gesagt, dass es genau... Wie viele waren es denn? Es waren am Anfang 4 oder so. Und das Riesenbiest hat aber 1 gefressen. Das heißt, er hat eine genaue Zahl genannt. Doch, 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 du hast recht. Oder es gab noch welche im Quarantänegehege. Das kann auch sein. Ich denke einfach, das ist ein kleiner... Ja, so ein kleiner Fehler. Gut, wenn ich sie nicht aufkriege, schaffen die es auch nicht. Ja, du könntest es immer noch so drehen, dass die aber gemeint haben, es gibt nur noch so und so viele in dem einen Gehege oder sowas. Das könnte man sich auch irgendwie dann zurechtlegen. Sie kommen. Und er sieht dich natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich bin nahezu unsichtbar. Oh. Dreckiges Stück. Sie haben wohl nicht bemerkt, dass der Am Anfang waren es, glaube ich, 8. So viele waren das. Wusste ich jetzt gar nicht mehr. Glaube, es waren 9, aber das Biest hat 6 getötet. Das 6 Stück getötet. Da muss ich nochmal genau reingucken. Oh, der Rex, der schnabuliert jetzt hier auch ganz gut was weg. Also alle bis auf 2. Nee, es hatten sich doch welche fortgepflanzt, oder? Ach, man hat diese Eier noch gefunden, gell? Wo nie aufgelöst wurde, was das eigentlich jetzt war. Aber wenn die Eier Raptoreneier waren, kann das natürlich der Fall sein. Gut, wir wissen, wo sie ist. Holen Sie sie! Ich warte lieber, bis unser Freund da ein neues Kauspielzeug gefunden hat. Viel Zeit haben wir nicht. Wenn die Embryos sterben, sind sie wertlos. Die Embryos sind wertlos für mich, wenn eine verdammte Echse mich frisst. Oh nein, jetzt muss ich da wieder rausschleichen und muss diese scheiß Dose zurückholen. Moment. Der Deal war, dass ich die Embryos behalte, bis wir ihren Kontakt treffen. Ich weiß, aber sie haben sie fallen gelassen. Tja, pass. Juhu. Naja. Dann los. Aber schnell. Man könnte ja auch einfach mal warten, bis der Rex irgendwie fertig ist, ne? Man muss jetzt ja nicht unbedingt da raus. Oh oh. Wenn der noch zugange ist.
Oh, das ist so anstrengend gerade. Oh! Er sieht mich doch jetzt eh, ey. Erzähl mir doch nichts. Ja, es war doch so klar. Hey, Süße. Was macht dein Halt doch einfach dein Maul. Warum redest du jetzt noch mit dem Saurier? Ey. Okay, super. Gar nicht mal so übel. Hey, danke. Macht fast wieder gut, dass Sie sie verloren haben. Diese Embryos müssen eigentlich längst sowas von tot sein. Allein schon, wie ob die Dose inzwischen geschüttelt wurde. Ich meine, sie hat sie im Rucksack gehabt, die Dose, als das Auto rumgeschleudert wurde. Oh Gott, das dauert das lange. Ich wusste, dass das so richtige Schleichpassagen werden mit den Raptoren und ich mag sowas halt gar nicht. Warum die Tür nicht kaputt gegangen ist, weil die Türen in Jurassic Park sind aus... Die sind unzerstörbar. Wenn du überlegst, der Spinosaurus, der konnte aus dem Gehege ausbrechen, aber die Tür konnte er nicht aufmachen. Das heißt, Hammett hat keine Kosten gescheut bei den Türen, nur bei den Gehegen. Da mussten Gelder gespart werden bei den Gehegen. Raus hier! Na los, wir müssen weiter. Niemals. Erst wenn ich sehe, wo ich hingehe. Oh Gottes. Okay, wir können hier nicht raus, weil unser Freund Rexy auf uns wartet. Aber vielleicht kriegen wir das... Ja, genau, die Holztür. Nee, das war eine Metalltür mit einem Holzriegel, glaube ich. Also die Tür war schon aus Metall. Aber halt alt und morsch und ja, es... Wir haben Glück. Das hier sieht wie eine Schalltafel aus. Kuckuck. Der Raptor gerade die Tür... Ah nee, ich hab die aufgemacht. Mit dem Schalter. Worauf warten Sie dann? Auf nichts. Ist nur ein anderes Modell als die, die ich kenne. Sie wissen also nicht weiter? Der hat keine Ahnung, was er machen muss. Push to close, das kennen wir doch, den Satz. Das hat Hammond doch auch zu Ellie gesagt und das machen wir jetzt. Was schließen? Keine Kosten gescheut. Ja, fast keine Kosten gescheut. Ich versuchte richtig zu raten. Das fast hat er eigentlich gesagt, aber er hat dabei so gehustet, deswegen hat das keiner gehört. Fast keine Kosten gescheut, außer bei den Zäunen. Ja, was ist denn das hier? Was ist mit dem Ding da vorne? Vielleicht muss man es erst vorbereiten, bevor man es einschaltet, wie eine Ölpumpe oder so. Nichts für ungut. Aber dieses elektrische System ist wahrscheinlich viel komplexer als alle, die Sie kennen. Ich mach das schon. Warum lesen Sie nicht einfach die Anleitung? Sie ist doch direkt da. Ganz ruhig. Das ist nur ein aufgemotzter Sicherungskasten. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich lese einfach nie Anleitungen, obwohl das so viele Sachen einfacher machen würde. Aber ich habe keinen, ich weiß nicht so. Ich habe mir so einen Kaffee-Vollautomaten gekauft und ich habe es einfach nicht eingesehen, jetzt so eine scheiß Anleitung zu lesen, um zu verstehen, wie ich mir einen Kaffee machen kann. Und dann habe ich das so versucht rauszutüfteln. Und es hat dann irgendwann auch funktioniert. Es wäre wahrscheinlich aber schneller gegangen mit der Anleitung. Ich hab's jetzt. Schließen Sie die Augen, denn gleich verlieren Sie... Der Greenscreen ist wieder am rumzicken. Im nächsten Video mache ich den mal weg. Da machen wir einfach wieder mit Fenster und Hintergrund
Das ist nämlich gerade schon ein bisschen lästig, dass der da... Was ist los? ...so stark belichtet wird. Hier drüben, Jess, alles okay. Das Notstromaggregat konnte gar nicht ewig halten. Schon gut. Nein, daran liegt's nicht. Wir hätten tagelang damit auskommen müssen. Ich mach das ganz schnell. Woher soll ich denn wissen, dass Öffnen eigentlich alles Ausschalten heißt? Das ist doch der totale Widerspruch. Sie hätten nur die Anleitungen lesen müssen. Warum schreien Sie nicht lauter? Auf der anderen Seite der Insel ist ein Dino, der Sie noch nicht gehört hat. Meine Güte. Wie auch immer. Das kommt, oh Gott. Das kommt, wenn das, wenn die Sonne wieder anfängt zu scheinen. Und hier ist direkt ein Fenster vor mir. Und dann scheint die Sonne auf diesen Greenscreen. Und dann wird er direkt überbelichtet. So. Gibt's kein Schließen? Ich schließe den Scheiß sofort. Stimmt, wer ist jetzt? Oh Gott, warum schreit er überhaupt da rum? Warum schreit man einfach rum? Ich verstehe das nicht. Hier ist R.T. Bridges, direkt aus der einzigen inoffiziellen Radiostation im Jurassic Park. Nur eine kleine Erinnerung. Los, Raptor, schnapp dir die Menschen. Nein, soll er nicht. Ich muss das ja schaffen jetzt hier. Hier noch ein kleiner Song für die Letzten da draußen, die noch packen. Eins meiner Lieblingsstücke. Verdammt, wir sehen uns an. Er ist doch nicht mehr hier, oder? Nein. So wie es sich anhört, hat er das letzte Band eingelegt und ist abgehauen. Hier ein kleiner Song, der Sie für die Überfahrt bereit macht. Boah, der dreht jetzt voll am Rad, der Raptor. Was zum Teufel macht er? Boah. Ey. Okay, ich hab's. Das ist mit einer der coolsten... Ey. Der coolsten Szenen gerade. Oh, fuck. Okay. Aber trotzdem eine der coolsten Szenen, die ich in diesem Jurassic-Franchise jemals gesehen habe. Ich hab's doch gedrückt, Mann. Es ist ja wieder hier zum Mäusemelken. Oh, das wird eine schwere Geburt hier, ich merk's schon. Das wird echt eine schwere Geburt. Todeszahlen schon 6 in dem einen Kapitel bis jetzt aber halt nur, ne? Ey, ich bin nicht schnell genug. Du musst da richtig draufhämmern auf den... Das Problem daran ist aber, wenn ich einfach nur stur auf die Tasten hämme, habe ich dann irgendwann einfach das Falsche aus Versehen gedrückt. So wie jetzt da fast. Ich muss ja schon sehen, was danach kommt, so, wenn ich einfach alles drücke. Aber die Zeit gibt mir das Spiel nicht immer. Ey, stich jetzt mal zu einfach, komm. Oh nein, ich hab's schon wieder verkackt. Hätte ich den Raptor jetzt gerade töten können? Krass, er hat wirklich einen Raptor mit dem Messer gekillt. Ardy, die Show ist vorbei. Laura, jetzt bin ich ihr Fan. Der Raptor braucht Futter. Der Raptor hat jetzt gerade dreimal Futter von mir bekommen, das reicht. Verdammt, Oscar. Hast du gerade so ein Vieh mit bloßen Händen erledigt? Was hast du so am Wochenende gemacht? Ich habe einen Raptor getötet. Ey, damit kannst du auf jeden Fall prahlen. Ich finde es gerade voll krass. Ich finde es nur ein bisschen scheiße, dass ich es nicht beim ersten Mal geschafft habe. Das war echt eine saucoole Szene gewesen. Und das erste Mal, dass ein Raptor, glaube ich, mit einem Messer abgeschlachtet wurde. Dornhäuschen ist also aufgewacht. Musstest du sie küssen? Ich bin von allein aufgewacht, danke.
Oder? Sie waren doch die ganze Zeit auf dem Baum da. Natürlich. Lord Anu, oh Gott, Anu Barax. Ist das richtig so? Amarapi, der war noch nicht satt. Das stimmt natürlich. Er hat immer noch Hunger gehabt. Hallo Tobi. Hallo zurück. Hallo zurück. Ich finde es aber schön, dass hier gerade sehr viele Team Raptor gewesen sind, anstatt mal mich mit anzufeuern. Das macht dann immer sehr viel Spaß, wenn man merkt, dass der ganze Chat gegen einen ist. Warum bist du hier? Du solltest doch an der Absturzstelle bleiben. Ja, aber dann war da der wütende T-Rex, also mussten wir den Plan ändern. Oder sollte ich ihn mit dem Messer angreifen? Wir mussten den Plan ändern. Richtig. Ich habe das Rätsel um die Rasierschaumdose gelöst. Unser Sonnenschein hier wollte die... Ich bin der Meinung, dass Oscar auch den T-Rex hätte töten können. Ohne Messer, sondern mit einem Löffel. Embryos. Wir gehen nochmal auf die Embryos ein. Komm. Das glaube ich nicht. Sie sind nicht gut genug, um so ein Ding durchzuziehen. Sie weiß, was sie tut, Oscar. Das hast du auch über die kochende Kellnerin in Bogota gesagt. Das war nicht ihre Schuld. Das waren Salmonellen. Sie sind echt. Mein Kunde hatte einen Mann namens Nedri da drin. Der kam aber nicht, also schickten sie mich, um die Embryos zu finden. Ich bin der Notfallplan. Also, deckt sich mit meinen Infos. Sie suchen... Das stimmt aber auch nicht. Oder? Dachten, er war auf dem letzten Schiff. Die Suche kann aufhören. Er ist Dino-Futter. Ist der Notfallplan nicht der Typ, mit dem wir am Anfang da rumgehangen haben? Der dann aber auch recht schnell von dem... Was war's denn? Dilophosaurus, meine ich, gefressen wurde. Ganz am Anfang. Der Raptor hatte auf gar keinen Fall eine Plot-Arme. Ich nehme an, du hast einen Plan. Naja, den richtigen Leuten sind diese Dinger eine Menge Geld. Obwohl, er könnte ja noch leben, das wissen wir nicht. Vielleicht steht er gleich wieder auf. Als ein Zombie. Zombie-Dinosaurier. Warum kam noch keiner auf die Idee, sowas mal zu verfilmen? Zombie-Saurier, das wäre schon krass. Und du machst da mit? Hey, ich mach gar nichts ohne dein Einverständnis. InGen kümmert sich ein Dreck um uns. Guck dir an, was mit Team B passiert ist. Mit Decaf. Ihre Familien bekommen einen lausigen Scheck, ein Redeverbot und sonst nichts. Ja, John Wick ist aber schon krass eigentlich, ne? Soweit würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal gehen. Bei einem Zombie-Raptor würde es keinen Unterschied machen. Fleisch ist Fleisch. Doch, weil du könntest ihn halt aber auch nicht aufhalten oder töten oder sowas. Könnte man ihn dann betäuben? Kannst du einen Zombie betäuben? Oder geht es nicht? Müsste eigentlich auch funktionieren, oder nicht? Muss ich dich daran erinnern, dass uns die Zeit wegläuft? Wir schaffen es nie, diese Leute zu retten und Dienstboten zu spielen, bevor hier Ground Zero ist. Was meinen Sie mit Ground Zero? Nichts. Es könnte klappen, Oscar. Wir müssen sowieso einen neuen Helikopter ordern. Also bringt einer von uns die Leute zurück ans Festland und einer bringt sie zu ihrem Kontakt. Und dieser eine wärst dann wohl du. Sagt InGen einfach, dass ich tot bin, so wie der Rest der hergeschickten Jungs auch. Wir treffen uns dann später, um die Kohle aufzuteilen. Ich vertraue dir, aber ihr nicht. Okay, Billy, bin dabei. Halt sie einfach von mir fern. Er hält mich von gar nichts fern. Aber ich will ihnen sowieso nicht näher kommen als nötig. Jetzt reißt euch mal zusammen. Okay, jetzt raus hier. Und zwar ruhig und langsam. Das nenne ich mal eine vernünftige Aussprache. Okay, sind wir jetzt hier fertig mit dem... Nee, noch nicht. Noch nicht. Ich respektiere Ihre Meinung, Jerry. Aber es überrascht mich ein wenig, wie egal Ihnen die Tiere sind. Haben wir jetzt eigentlich hier nur Raptoren drin in diesem Tunnel oder haben wir die jetzt alle erledigt? Also einen haben wir auf jeden Fall getötet, einen Raptor. Und was ist mit den anderen? Waren die auch in dem Tunnel? Und sie hat einfach jetzt mal sich vorgenommen, ich fange jetzt einfach mal an zu rauchen. Ich wollte gerade sagen, die macht jetzt das Feuer an. Und da kommt dann so ein Scheißvieh. Das war gerade eine sehr beschissene Szene. War so gegen... Oh, tot.
Die schmeißt ihm ernsthaft einfach die Kippen in den Rachen und er spuckt sie wieder aus. Das ist zu geil. Ja, gib ihm mit der Stange, gib ihm... Oh Gott. Ey, ich bin für sowas mit im Timing einen Knopf drücken, bin ich einfach nicht gemacht, ey. Wieder nicht. Das liegt aber auch einfach daran, dass du hier musst du mal richtig draufholzen und zwar schnell und mal musst du dir Zeit lassen, bis du einen Knopf drückst. Das ist ein bisschen doof gelöst. Oder einfach nur eine Ausrede. Das kann natürlich auch sein. Nee, das haben sie aber auf jeden Fall in The Walking Dead besser gelöst. Den hat sie aber jetzt nicht aufgespießt, oder? Jawohl, aufwärts. Er geht im Faustkampf gegen den Raptor. Oh, krass. Er hat einfach Schiss vor Oscar, ey. Das... Was zum... Verblüffend. Ich habe sie noch nie so ängstlich gesehen. Sind die vor Oscar weggerannt, oder... Kein Problem. Okay, Schatz. Lass den Mann zu Atem kommen. Yoda! Sie leben! Wir leben? Überrascht mich, dass ihr 5 Minuten ohne Oscar und mich überstanden habt. Vielen Dank. Happy, happy für den Rappi. Ja. Ey, das Ding ist einfach, ich, oftmals raff ich es auch einfach so nicht, weil ich dann so die Szene gucke und dann irgendwie nicht drauf achte, ob ich jetzt irgendwas drücken muss. Aber du hast eben einmal Momente, wo du ganz schnell, ganz oft einen Knopf drücken musst oder Kombinationen drücken musst. Und dann hast du wieder mal Momente, wo dieser Kreis erstmal zusammenkommen muss. Und wenn du aber halt erst zu spät checkst, was du machen musst, dann drückst du einfach meistens schon mal das Falsche. Und das haben die in The Walking Dead, haben die das ein bisschen smoother gelöst. Da hast du immer das gleiche Tempo eigentlich. Also, wer es gespielt hat, weiß, was ich damit meine. Wie sind Sie nicht gestorben, als der Helikopter abgestürzt ist? Tja, Oscar und ich sind vor dem Aufprall selbst rausgekommen, aber niemand... Ja, von wegen nur noch eine. Ey, das waren Nummer 3, ne? Oder 4. Ich bin einfach froh, dass niemandem was passiert ist. Denke mal, das Spiel ist mehr an das Buch angelehnt. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob das sein könnte. Aber dann wäre Dennis Nedry nicht im Auto gestorben, zum Beispiel. Und dann wäre diese Kanne auch nicht so komisch in den Matsch reingefallen. Also das ist schon ganz klar, sind hier Szenen vom Film übernommen. Also ich glaube, das ist schon, sollte schon irgendwie sich an den Film anlehnen. Wie gesagt, das war ja alles lange, bevor Jurassic World überhaupt angekündigt wurde. Oh mein Gott, sie bluten. Alles okay? Keine Sorge, das ist nicht meins. Der Klassiker, das ist so ein klassischer Spruch. Ich bin einem T-Rex entkommen. Keine große Sache, nur ein normaler Kampf. Ja. Oscar ist schon ein ziemlicher Held. Aber die sind so stark. Ich meine, wie haben sie... Wie viel können sie heben? Keine Ahnung. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Nicht? Mann, aber sie sind riesig. Dass ich keine Gewichte hebe, heißt nicht, dass... Stimmt, wer kennt's denn nicht? Wer wachsen will, geht ins Fitnessstudio. Wenn du meinst, du bist zu klein, dann geh ins Fitnessstudio, dann wächst du automatisch. Mit den Gewichten. Ich sag nichts mehr. Mir machen sie nichts vor. Wie bitte? Lassen sie sich ruhig als Held feiern, aber wir beide wissen, was sie wirklich sind. Sie haben recht. Das tun wir. Im Buch waren es bei weitem mehr Raptoren. Ja, du, vielleicht ist das auch so, aber ich meine, dass das Spiel hat schon ein paar Parallelen auch.
die einfach im Film passiert sind, aber halt im Buch anders waren. Wie jetzt zum Beispiel nochmal der Tod von Dennis Nedry. Nedry ist im Buch nicht im Auto gestorben. Und auch nicht auf so einem Abhang. Hier halt aber schon. Also, weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Das ist nur Dampf, keine Ahnung, ist das nur Dampf? Ja, ich glaube nicht, dass Dampf uns fressen kann, oder so. Erst die flackernden Lichter, jetzt der Dampf? Ja, das war auch mehr ein Witz mit dem Riesig. Ich habe das schon verstanden. Das war mehr ein Joke. Aber danke. Die Musik ist gerade viel lauter, als was sie erzählt. Sind Sie sicher, dass es das Kraftwerk ist? Das sehe ich am Dampf, Jerry. Der Strom könnte aus vielen Gründen ausfallen, aber der Dampf kommt direkt aus... Ich habe die Stelle mit Nedry noch nicht gesehen. Du meinst in dem Spiel jetzt hier? Da triffst du einfach nur auf Nedrys Leiche, wie er immer noch im Auto sitzt, an genau dem gleichen Hang wie eben auch im Film. Und der Dilophosaurus knabbert immer noch an ihm rum. Und im Buch war es halt so, dass Dennis Nedry außerhalb des Autos gefressen wurde von einem ganz großen Dilophosaurus. Also das ist noch so ein Ding, was mehr auf die Filme hindeutet, weil im Buch war der Dilophosaurus so ungefähr 6 Meter lang. Im Film halt nicht. Und hier kommen die kleinen Dilophosaurier auch wieder vor. Also es soll schon mehr Richtung Film gehen, denke ich mal. Kommen wir von hier aus zum Kraftwerk? Ich weiß echt nicht, wo wir sind. Ja, ich weiß es schon mal. Da geht's rein. Wir müssen wirklich los. Das Buch hast du schon zu oft durch. Ja gut, dann weißt du aber, was ich meine. Also, Nedry stirbt anders. Der Dilophosaurus ist auch wesentlich größer als im Film. Und hier haben wir halt die kleinen Dilophosaurier auch wieder. Können wir die Explosion im Kraftwerk verhindern? Wir müssen schnellstmöglich was tun. Aber was genau, weiß ich erst, wenn wir da sind. Keine Zeit. Verabschieden Sie sich von den Sauriern, Doc. Die Fossilien können Sie später ausgraben. Wenn das Kraftwerk explodiert, sind wir auch tot. Es sei denn, Sie haben einen zweiten Helikopter, der startbereit ist. Oh. Wahrscheinlich nicht, ne? Besser und besser. Zeigen Sie mir den Gang, der zum Kraftwerk führt. Ich laufe vor und sorge dafür, dass keine Dinosaurier auf uns warten. Ankommen. Kann ich mit? Ich helf auch. Du bleibst hier, wo ich dich sehen kann. Hey, ich hab dich gerettet. Außerdem fürchten die Dinger ihn. Du bist weggelaufen, Jess. Oscar nimmt dich gerne mit, oder? Oscar? Oscar ist einfach durch den Dampf durchmarschiert. Und hat jetzt aktuell den T-Rex im Schwitzkasten. Ich bin auch einem T-Rex entkommen. Warum muss er jetzt hier sich unbedingt so profilieren? Profilieren wir uns mal. Sie sind einem T-Rex entkommen, Yoda? Aber sicher. Weißt du, nicht jeder ist so gut trainiert, ganz zu schweigen von der nötigen Geschwindigkeit. Nicht wahr? Das dachte ich auch, als ich ihm gestern entwischt bin. Oscar hat die gleichen Schleichskills wie Batman. Ich bin froh, dass sie noch leben. Als im Dschungel abgestürzt ist, dachte ich echt, sie wären alle tot. Uns geht's gut. Hey, die ganze Geiselnahme vorhin, tut mir echt leid. Ich wollte mich selbst schützen. Die Söldner und ich, wir haben alles geklärt. Geklärt? Wie? Nicht so wichtig. Alles ist erstmal gut. Sind sie jetzt Freunde? Ist doch super. Jetzt sind also alle Freunde? So würde ich das nicht sagen. Happy End. Sagen wir so, wir haben entschieden, zusammenzuarbeiten. Was ist denn mit der Kleinen los eigentlich gerade? Die hat irgendwie einen an der Klatsche inzwischen, gell? Der Gang ist frei, aber die Tür zum Kraftwerk ist... Die benimmt sich ganz seltsam. Hat jemand einen Schlüssel? Ich fürchte nicht. Zigarette? Ich dachte, ich hätte welche, aber... Jess? Hast du was zu sagen? Tut mir leid, ich wollte sie mir nur ausleihen, aber dann kam ein Dinosaurier und ich habe sie nach ihm geworfen und er hat sie gefressen.
Jessica Marie Harding. Erst wirst du im Einkaufszentrum beim Clown eines T-Shirts erwischt. Und er hat sie aber wieder ausgespuckt. Und lügst mich darüber auch noch offen an. Und jetzt Loras Zigaretten. Wir haben die Raptoren am Hals, weil du eine rauchen wolltest? Wir schieben's auf die Mutter. Auf jeden Fall. Hey, Mom raucht. Und du hast auch geraucht, als ich klein war. Darum geht's doch gar nicht. Du rauchst ja nicht nur, sondern klaust und hörst nicht zu. Weißt du nicht mehr, warum du auf dieser Insel bist? Weil deine Mutter denkt, es würde dich irgendwie zur Vernunft bringen. Richtig. Nicht, weil du mich gerne sehen wolltest oder so. Du musst dir echt keine Sorgen um mich machen, Dad. Ich bin fast 15. Nikotinsüchtige Raptoren, aber auf der Insel hast du da schlechte Karten, glaube ich. Ach, Schatz, ich weiß. Obwohl, hier wird es auch ein paar Zigarettenautomaten geben, doch. Du bist längst nicht erwachsen. Du bist, Es ist wahrscheinlich auch der gleiche Raptor, der in Jurassic Park 3 neben Alan auftaucht und ihn eigentlich nur nach Kippen fragen will. Weil eigentlich sagt er, Alan, hast du mal eine Flumpe? Kommt mir das gerade nur so vor oder passen diese ganzen persönlichen Dinger gerade nicht so in die Handlung mit rein? Ich meine, wir haben doch gerade Zeitdruck, oder nicht? Ist ja nicht so, dass wir jetzt genau jetzt die Zeit nutzen sollten, um unsere Charaktere genau zu erklären. Dieser Lüftungsschacht führt vielleicht auf die andere Seite der Tür. Nichts für ungut, Doc, aber keiner von uns passt da durch. Alan! Ich glaube, die rauchen auch das Lysin später einfach noch. Deswegen sind die auch später so schlau. Zumindest die Velociraptoren sind ja ab Jurassic Park 3 extrem schlau. Sie ist wirklich verschlossen. Habe ich doch gesagt. Und die anderen streiten sich immer noch. Ey, das ist ja ein... Oh Gott. Hat Mom dir etwa nicht erzählt, dass ich strippe? Das reicht, Jess. Nur so lange, bis die Death Metal Band von meinem Freund durchstand. Oh, die Kleine, die war doch mal am Anfang gar nicht so nervig. Jetzt fängt die auf einmal an, so richtig zu rumzuzicken. Erwachsene behandelt werden will, sollte sich nicht wie eine Rotzgehöre verhalten. Jerry, bitte. Ich muss dringend mit ihnen sprechen. Führen deine Mutter und ich. Ich bin schwanger vom rauchenden Velociraptor. Tut mir leid. Jess, wir reden später. Wie kann ich helfen? Wir haben ein Problem. Wir kommen nur durch den Lüftungsschacht an der Tür zum Kraftwerk vorbei. Und da passt wahrscheinlich nur Jess durch. Auf keinen Fall. Meine Tochter hat bewiesen, dass sie nicht mal auf sich selbst aufpassen kann. Ich lasse sie nicht mehr aus den Augen. Wir müssen einen anderen Weg. Jess? Jessie? Jessie! Schon okay. Wie ist das jetzt? Wo kommt er auf einmal wieder her? Welcher Lüftungsschacht? Was für Dinosaurier? Mein Gott. Jess! Oh. Gut gemacht, Jess. Danke. Ingen, da oben ist übrigens wieder Mr. DNA. Wir müssen Dampfdruck ablassen. Der Druck darf sich nicht anstauen. Wonach suchen wir? Eine Stromkonsole. Und vermutlich ein Hauptablassventil. Tut mir wirklich leid, Dad. Ich wollte nur... Du wolltest nur alles ignorieren, was ich gesagt habe. Jetzt bleib gefälligst da, wo ich dich sehen kann. Okay, ganz bestimmt. Ehrlich. Tut mir leid. Okay, das Spiel hat eben gerade gespeichert. Bis 16 Uhr hatte ich das ja geplant. Machen wir jetzt halt mal 5 Minuten früher Schluss, würde ich sagen. Weil es wird sich jetzt nicht mehr lohnen, das hier groß anzufangen. Das nächste Rätsel. Das machen wir eben dann die nächsten Tage. Dann kommen wir aber auch dann, denke ich mal, beim nächsten Stream auch komplett mit dem Spiel durch. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon über der Hälfte vom vorletzten Kapitel. Und dann eben noch das letzte Kapitel. Das heißt, der nächste Stream müsste nochmal ungefähr so lang gehen wie den ich heute gemacht habe. Wenn ich mich nicht ganz so dumm anstelle wie heute. Ne? Es war ja auch das am Anfang des Rätsel da mit diesen komischen Waggons. Da hat es ja ein bisschen gehapert. Ich bin sehr oft gestorben. Sehr oft gestorben. Wirklich sehr oft gestorben. Und wenn man das irgendwie alles mal wegnimmt, denke ich mal, kommen wir dann auf jeden Fall nächstes Mal wieder durch. Ob ich morgen stream, weiß ich halt noch nicht, weil wie gesagt, morgen kommt der Husky und mal gucken.
ob der dann. Der hat eigentlich sein Plätzchen hier direkt neben mir. Da habe ich ihm so ein Plätzchen halt aufgebaut. Eventuell, wenn er da liegen bleiben sollte, kann man auch morgen noch ein bisschen streamen. Da muss man halt mal gucken, wie er sich so verhält und ob das alles passt. Gut. Wann morgen? Also wenn ich morgen stream, dann eher später dann. Da macht dann so 16 Uhr wahrscheinlich mehr Sinn. Ja. Ja, ich muss leider aber echt schon Schluss machen. Sonst komme ich nämlich noch zu spät, weil ich heute Abend nämlich noch so ein was heißt ein Termin habe. Da treffe ich mich auf jeden Fall noch mit einem Kollegen. War schön, dich live zu erwischen. Ey, hoffentlich öfter mal. Ich mache das echt gern. Ich mache das halt viel zu selten, aber es macht auch wirklich Spaß, so mit Leuten zu quatschen nebenbei. Und wenn das mit dem Discord-Server klappt, dann kann man auch mal Leute von euch mit einladen. Und dann können wir uns mal neben dem Zocken, auch wenn wir uns nur unterhalten, wie jetzt bei so einem Spiel halt, kann man dann da auch ganz gerne mal über das Thema Jurassic Park oder was auch immer quatschen. Also da ist noch Luft nach oben, was das Thema Stream angeht, aber das kriegen wir schon hin mit der Zeit. Ja. Gut, dann bin ich auf jeden Fall durch. Soweit für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Immer noch Tag. Macht das Beste draus. Wetter stimmt anscheinend wieder, zumindest bei uns. Scheint wieder alles normal zu sein. Und Episode 3 beenden wir dann eben beim nächsten Mal. Und dann natürlich auch noch Episode 4. Die dann das... Entschuldigung, das große Finale sein wird. Alles klar. Und damit bin ich dann raus für heute. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.